ich muss Minecraft durchspielen, aber ich kann die Zeit anhalten. Dabei kann das teilweise echt ziemlich nützlich sein. Aber manchmal auch extrem satisfying. Und der Plan ist, im Enderdrachen richtig viele Pfeile auf einmal reinzudrücken. Digga, guckt euch das mal an. Okay, ich glaube, das macht Damage. 3, 2, 1. Also Leute, viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, wir sind tatsächlich in einer ganz normalen Welt hier gespawnt. Und wir haben dieses wunderschöne Item hier. Und mit diesem Item können wir ganz einfach die Zeit anhalten. Schaut mal, ich kann die Kuh einmal weghauen, zack, Zeit pausieren und sie schwebt in der Luft. Ich kann die jetzt ein paar Mal hitten, wenn ich Bock drauf habe. Und Zeit weitermachen und zack, sie kriegt noch einen. Ich werde im Verlauf des Videos ganz viele verschiedene Sachen probieren. Und ich bin echt gespannt, wie am Ende der Enderdrache aussieht. Ich meine, wir können jeden Crystal einfach gleichzeitig explodieren lassen. Oder den Enderdrachen aber mit 100 Feigen gleichzeitig beschießen. Und das will ich unbedingt austesten, Leute. Okay, aber wir haben direkt hier ein Dorf, Leute. Das ist schon mal sehr praktisch. Einmal kurz, zack, Zeit pausieren. Ja, und komm, wir hitten mal jedes Monster mal an. Vielleicht die Katze auch noch. Wait, hätte ich die Katze hauen sollen? Nein, der wird schon nichts machen, oder? Und wir drücken Play und zack, alle kriegen Damage. Und wir pausieren aber kurz die Zeit. Und ich baue mir mal kurz jedes Ding ab. Ich will nicht wissen, was der Villager sich gerade denkt. Und wir drücken Play und zack, alles abgebaut. Wie das für ihn aussehen muss. Hä? Alright, beim Iron Golem bin ich jetzt auch gespannt. Aber davor will ich erstmal für den Bogen kriegen. So, Picke, Axt und Schwert natürlich. Und direkt ein bisschen Essen machen. Zack, ich hole mir gleich einen Fletcher. Dann würde ich sagen, hole ich mir Pfeil und Bogen. Ich würde sagen, das ist genug Holz fürs Erste. Dann brauche ich jetzt direkt erstmal ein Fletching Table. Wait, was machen die beiden da? Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Aber ich würde mal sagen, ich hole mir erstmal ein bisschen Flint hier. So, und wir haben zwei Flint, sehr schön. Oh, sogar drei. Hä, wie schnell ging das denn jetzt? Vielleicht noch einer. Und was? Ich habe gerade irgendwie dreimal Flint hintereinander bekommen. Ist das selten oder so? Okay, das war krass. Ja, sehr schön. Oh, und direkt passende Trades. Nice. Damit bist du sogar teurer geworden. Oh, Junge, du wirst jetzt leiden. Mal ein paar Pfeile hier platzieren. So, du wirst jetzt leiden, Kollege. Okay, glaubt ihr, diese Pfeile werden ihn killen? So, Play und ja, weg mit ihm. Oh, jetzt ist der Iron Golem dran, Leute. So, komm hier auf die freie Fläche. Und einmal pausieren. Okay, das hätte schief gehen können. Ein Herz habe ich, Junge. Aber ganz schnell was essen. Hilfe. Guck mal, wie er hier steht. Wait, guck mal, ich kann ein Foto machen. Wie geil ist das denn? Aber du wirst jetzt einmal draufgehen, Kollege. Ja, ich glaube, das müsste reichen, oder, Leute? Dann einmal Play in 3, 2, 1, zack. Und was? Was ist denn da jetzt passiert? Oh mein Gott, jetzt kommt er, Leute. Ich glaube, wir müssen es doch ein bisschen altmodisch machen, Leute. Das geht auch letztendlich schneller, sind wir mal ehrlich. So, komm, letzter Hit, sehr schön. Daraus mache ich mir mal direkt einen Eimer. Und einen Flint in Steel. Und jetzt müssen wir einen Lavasee suchen. Okay, ich bin gespannt, wie die Blazes gleich werden. Aber das ist nur ein Portal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weil die Blazes können uns ja gar nichts anhaben, eigentlich, oder? Oh, und es wird Nacht. Jetzt würde ich am liebsten die Zeit verschnellern, Leute. Ah, wait, es gibt Betten. Oh mein Gott. Dann einmal ganz schnell schlafen gehen. Oh, endlich schlafen gehen. Und was haben wir hier drin? Okay, Goldrüstung für die Piglins, sehr schön. Ja, Fire Charge und Flint kann man machen. Und Tordys Mom, sehr schön. Aber das Portal können wir leider nicht finishen, Leute. Das heißt, wir müssen leider einen Lavasee suchen. Okay, wow, wenn man vom Teufel spricht. Leute, hier ist das Portal und da ist ein Lavasee. Ja, okay, dann können wir da eben hintraveln. Nehmen wir voll, damit wenn die Zeit pausiert ist. Und einmal runterspringen und okay, ja, tun wir. Ich glaube, ich kill mal ganz kurz die Kuh hier. Einmal pausieren. Kurz ein paar Pfeile abschießen, Leute. Sehr schön. Und einmal Play und weg ist sie. Das ist eigentlich übel asozial. Ich glaube aber, der Stronghold wird easy, oder? Weil ich glaube, am schlausten ist es dann im Stronghold die Zeit zu pausieren und dann da irgendwie durchzurushen. Wir können auch Monster uns gar nichts anhaben. Und ich muss kurz Wasser holen, das habe ich vergessen. So, einmal runter hier und zack, mitnehmen. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wie die Speedrun-Variante geht. Deswegen muss ich das leider langsam machen. So, zack, zack, zack. Ich weiß, es tut total weh anzuschauen, aber ich kann das nicht anders. Wait, ich kann einfach die Zeit pausieren, oder? Dann fließt nämlich die Lava nicht und so tue ich mir auch nicht weh. Einmal zack und warte, was ist das? Wait, 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 wait. Wait, das ist illegal, Leute. Das funktioniert so nicht. Nehme ich trotzdem Damage? Warte mal. Oh ja, ich nehme Damage. Und einmal Play und direkt nehmen. Warte, was ist jetzt passiert? Ja, dann mache ich es eben kurz so. Okay, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber Fire Charge und Under. Ich würde sagen, wir gehen rein, Leute. Und natürlich in dem ranzigsten Biom, was wir kriegen können. Egal, Leute, macht nichts. Oh Gott, Lava, Lava, Lava. Zeit pausieren. Oh, ich nehme trotzdem Damage. Ich nehme trotzdem Damage. Was ist das denn jetzt? Komm, essen, 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 essen. Zwei Herzen. Boah, das war close. Okay, ich pausiere mal lieber die Zeit, Leute. Weil, guck mal, jetzt kann ich hier nämlich lang. Kurz einmal Play und zack, alles hier abgebaut. Aber die Blöcke droppen ja dann gar nicht, ne? Stimmt, die will ich ja nicht mitnehmen. Und wir sind draußen, Leute. Wir sind draußen, Aber ich würde sagen, ich pausiere mal ganz kurz die Zeit hier. Weil man weiß wirklich nie, was passiert. Allein der Gas da vorne, ne? Jetzt müssen wir irgendwie eine Festung suchen, Leute. Ich muss jetzt ganz schnell raus aus diesem Biom hier. Irgendwie macht mir das extrem Angst. Wait, oh mein Gott. Die machen Damage, wenn man sie berührt? Obwohl die Zeit pausiert ist. Okay, krass. Okay, Leute, wir kommen raus aus dem Biom. Wait, was macht der Gas da vorne? Wait, was passiert hier gerade? Da vorne ist ein Ghast im Block. Hier sind zwei Ghast und zwei Endermen. Okay, gut, dass ich die Zeit anhalten kann. Muss ich jetzt mit drei Ghast, zwei Enderman und einem Skelett klarkommen? Ja, hier ist der Ghast. Und einmal pausieren. Wait, kann ich einfach hier einen Crit geben? So, Axt-Crit. Dann einmal Play und er geht drauf. Okay, krass, das geht ehrlich. So, einmal runter hier und nicht drauf gehen, bitte. Wait, hier ist eine Fortress. Okay, da kann ich einmal kurz runtergehen. Das ist aber direkt Wither-Skeletten. Einmal Zeit pausieren und einmal hier ein bisschen reinbauen. Einmal hier runterspringen und wir sind in der Fortress. Sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Aber ich kann die Blaze hier einfach killen, Leute. Ich mache kurz einmal hier ein paar Pfeile hin. Einmal Play und weg ist es. Und wir haben eine Blaze-Shot. Sehr schön, sehr schön. Und hier sind vier Blazes, Leute. Ich glaube, so fünf Pfeile pro Ding müssten reichen. Und fünf. Oh, ich habe meinen Bogen gejobbt. Nein. Okay, das war los. Was mache ich jetzt? Okay, ich mache mal kurz Play. Ich mache mal meinen Bogen. Und einmal pausieren. Boah. Junge, was ist denn hier los? Okay, das kann jetzt sehr cool aussehen. Einmal Play und alle sind... Oh mein Gott, nicht alle sind tot. Einer hat überlebt, einer hat überlebt, einer hat überlebt. Einmal pausieren. Okay, aber zwei haben gejobbt, das ist schon mal sehr schön. Ah, was? Alle drei haben gejobbt, was? Okay, deine Blaze-Shot kriege ich wahrscheinlich nicht. Einmal Play und... Okay, er hat auch gejobbt, wow. Wir haben schon mal vier Stück, das ist sehr schön. So, du gehst hier einmal runter, bitte. Und du kriegst einmal einen Axt-Crit. Dann baue ich mich hier einmal ganz kurz ein. Play und einmal wieder Pause. Und dann kriegst du den nächsten Crit. Und Play und er ist down. Und hat auch gejobbt, was ist das denn gerade? Okay, wir haben Spawner, Leute. Dann einmal Axt-Crit, dann wieder Play.
Dann wieder Pause. Axe-Crit. Play. Und wir haben ihn. Warum droppt auf einmal jeder? Wie krass. Okay, theoretisch können wir hier sogar einfach chillen. Okay, noch einer ist gespawnt. Und dann mal pausieren. Machen wir hier, glaube ich, mal kurz einen Weg rein. Und hier ist direkt Lava. Einmal so wegmachen. Dann einmal Play und hier drin verstecken. Dann wieder Pause. Axe-Crit. Und wir können wieder Play machen. Und nochmal gedroppt. Okay, irgendwas ist gerade komisch. Und einmal Play. Sehr schön. Jetzt hat keiner gedroppt. Play. Und da haben wir sie wieder. Und 9 Blaze-Shots müssten an sich ausreichen. Okay, hier chillen gerade 4 Wither-Skeletons. Einmal Crit hier. Du auch noch. Ja, komm, du auch noch. Der hier auch noch. Einmal Play und oh mein Gott, der geht ja nicht drauf. Ich glaube, ein zweiter müsste reichen, oder? Guck mal, der kann mir gar nichts. So, Crit. Dann Crit. Und hier. Und dann machen wir einmal zack. Und alle gehen drauf. Easy, so ein Ding ist das. Jetzt müssen wir irgendwie an Enderperlen rankommen. Okay, Leute, hier können wir rausgucken. Okay, wait, jetzt eine Bastion wäre krass. Oh, wait, wir haben eine. Einmal ganz kurz Zeit pausieren. Und einmal rüber da. Und wir können jetzt einfach easy looten, oder? Einmal rein da. Okay, das ist verdammt easy, Leute. Die Obsidian nehme ich eben. Ja, den Müll packe ich ja mal kurz rein. Wir haben ja jede Zeit der Welt, ne, Leute? So, Obsidian nehme ich eben. Strings nehme ich auch. Warum auch nicht? Mehr Pfeile? Okay, gerne. Den Eisenblock nehme ich auch sehr gerne. So, was habt ihr denn noch so, Leute? Oh, 2 Eisenblöcke und eine Dia-Picke. Okay, geil. Und einmal Play und die haben gar nichts gemerkt. Wie schön ist das? So, einmal hier rüber, ganz easy. Wait, weil hier ist auch noch eine Chest. Okay, ein bisschen Gold. Ja, warum nicht? Wait, hier sind auch nochmal Chests. Okay, geil. So, ja, okay, die Picke ist nicht so geil. Bisschen Obsidian, klar. Okay, Ancient Debris können wir mitnehmen. Wait, Goldrüstung? Ja, warum nicht? Zack und zack. Eine Armbrust nehme ich auch mal mit. Und die Pfeile und String und Gold. Ja, warum auch nicht? Was ist hier so drin? Okay, eine Dia-Schaufel, ja. Ein bisschen Essen, alright. Okay, aber mehr brauchen wir auch wieder nicht. So, einmal hier hochbauen. Kennst du mal eben ganz kurz das alles hier ein? So, warum sieht denn nämlich gleich? Und wir können jetzt einmal ganz kurz wieder die Zeit pausieren. Und ich baue mich hier alles ab eben schnell. So, einmal alles aufbauen hier. Und einmal Play und zack, all das Gold ist unseres. Ich will nämlich nicht, dass es hier runterfällt. So, Endcraften. Und jetzt können wir traden gehen, Leute. So, pausieren. Und ich baue euch einmal ganz kurz hier ein. So, Play und hier gönnt ihr Gold. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr geil aussieht, wenn man all die Kleinen gleichzeitig killt. Okay, Leute, schaut euch das mal an. Einmal Zeit pausieren. Dann einmal jedem hier einen kleinen Crit geben. Und ich würde mal sagen, Play und zack, alle sind weg. Oh, das war schon sehr geil. So, komm du hier auch mal rein. Play und gönn dir einmal Gold. Hast du bisher irgendwas gedroppt, Kollege? Soul Speed, Water Bottle. Oh ja, Enderperlen, sehr schön. Du hast alles verbraucht, Junge. Ein Stack Gold für 2 Enderperlen ist schon heftig. So, schauen wir mal kurz bei dem anderen. So, und das sind insgesamt 7 Stück. Was? Junge, das ist lucky. Aber wir brauchen leider ein bisschen mehr noch. So, nehmen wir ein bisschen mehr Gold hier. Und da liegen noch mehr Enderperlen. Sehr schön, sehr schön. Wie viele? Ich glaube, es waren jetzt insgesamt 3. Und du hast dein Gold auch schon leer. Hast du ja, er hat auch Enderperlen gedroppt. Nice, sehr schön. Okay, 14 Perlen müssten reichen. So, zack, Gold aber wieder nehmen. Und dann baue ich immer hier ein Portal. Und Leute, weil wir so reich sind, können wir uns ein ganzes Portal bauen. Schau euch das mal an, wie satisfying. Und einmal rein so, da. Und da sind wir. So, einmal Eye of Ender. Und wir müssen in die Richtung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin echt sehr gespannt, wie gleich der Enderdrachenfight aussehen wird. Ich würde mal schätzen, hier. Ja, es geht wieder zurück. Und hat wieder gedroppt. Sehr schön. So, ich glaube, hier irgendwo müsste es dann sein. Mal kurz Zeit pausieren, weil man weiß nie, was passiert. Und wir haben den Stronghold. Sehr schön. Einmal rein da. Und Leute, wir haben Smithing Template. Okay, das ist ganz cool. Und wir haben den Raum gefunden. Sehr schön. Einmal ganz schnell abbauen. Zeit pausieren. Und einmal die ganzen Viecher hier killen. Und Play. Und sehr schön. So, einmal einsetzen. So, bevor wir reingehen, mache ich immer ganz schnell was. So, einmal goldenen Trim. Und wir sehen jetzt auch noch sehr gut aus. So, Enderperlen, Goldapfel. Und zack, let's go. So, nur für den Fall der Fälle mache ich immer ganz kurz hier ein Bett. Und ich würde mal sagen, rein da. Let's go, let's go. Und wir sind drin, Leute. Okay, Leute, vertraut mich. Ich habe einen sehr geilen Plan. Wenn das mit den Blöcken hinkommt, dann mache ich jetzt einmal ganz kurz pausieren. Da oben ist der Drache. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch, Leute. Oh mein Gott, nein, 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 nein! Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass das Wasser nicht runterfließt. Okay, wir müssen ganz schnell wieder rein, Leute. Okay, das war sehr lost. Jetzt müssen wir es mit der Hand hier hochbauen. Okay, Leute, ich glaube, langsam haben wir es. Ja, wir sind endlich draußen. Okay, das war jetzt eine unnötige Arbeit. So, einmal die Zeit nehmen und dann einmal Play drücken und einmal die ganzen Items nehmen. Einmal alles einsammeln hier und wieder pausieren. Das Wasser fließt irgendwie nicht, Leute. Ich versuche mal ganz kurz, mich hochzupöllen. So, und platzieren. Oh mein Gott, das war close. So, einmal ganz schnell hochbauen und Wasser einmal nehmen. Okay, und jetzt kommt mein Plan, Leute. Zack, Zeit pausiert. Jetzt einmal zack. Dann einmal rüber hier und einmal zack drauf schießen und hier einmal auch da hinten hin. Und auch da schieße ich wieder ein paar mehr, falls ich misse. Und dann wieder ein paar hier schießen, Leute. Und dann einmal hier rüber. Ich weiß halt nicht, ob die treffen, Leute, aber ich schieße mal ein paar Varianten. Aber gut, muss ein bisschen wegbauen vom Tower. Ich würde sagen, einmal 3, 2, 1 und Junge. Die drei sind alle draufgegangen. Würde ich immer sagen, einmal zack, das Ding. Dann einmal das Ding da drüben. Und dann einmal das hier. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Einmal Zeit pausieren. Kann ich hier rein? Wenn die Zeit pausiert, das kann ich hier rein. Sehr schön. Also das Ding haben wir schon mal getroffen. Wait, Leute, ich wollte gerade mit dem Boot runtergehen. Aber irgendwie buggt das gerade extrem. Junge, was ist das denn gerade? Ich drücke mal ganz kurz Play. Und jetzt fahre ich aber ganz kurz runter. Junge, was war das denn? Und hier ist ein Enderman sauer. Oh mein Gott. Okay, Leute, der Enderman, der sauer ist, ist zum Glück hier. Dann gehen wir den mal ganz kurz weg hier. Oh mein Gott. Dann mache ich aber ganz kurz die Crystals einmal normal. Okay, ich glaube, das davon ist der letzte Kristall. Okay, wir haben ihn. Einmal kurz pausieren. Okay, hier ist der Drache. Ich mache ganz kurz einmal die Hitboxen an. Ihr wisst ganz genau, was jetzt passiert. So, kurz einmal eine Plattform hier bauen. Ich würde mal sagen, wir schießen mal ein paar Pfeile auf ihn, oder? Ich weiß nicht, ob die gleich alle treffen werden. Und ich weiß auch nicht, ob er dann instant down geht. Aber ich würde mal sagen, ich schieße mal erstmal ein paar hier. Diese ganzen Hitboxen sehen so weird aus, ne? Okay, Leute, das sind eine Menge Pfeile. Und Digga, guckt euch das mal an. Okay, ich glaube, das macht Damage. Ich würde mal sagen, 3, 2, 1. Und boah, was? Mehr als die Hälfte haben ihn weggezogen. Okay, zack, pausieren. Das machen wir direkt nochmal, Leute. Aber diesmal alle von unten hier. Okay, langsam tut meine Hand ein bisschen weh, Leute. Und Digga, guckt euch das mal an. Wie viele Hitboxen hier sind. So, mal ausmachen und Junge. Also wenn all diese Pfeile gleich kein Damage machen. Okay, ne? Und ich würde sagen, 3, 2, 1, zack. Und wir haben ihn. Let's go. Okay, das war heftig. Aber jetzt kommt die krasseste Frage, Leute. Ich pause mal kurz die Zeit. Wenn ich jetzt einen Enderman im Boot abschieße, treffen wir den trotzdem? So, hier haben wir ein paar Pfeile und ich würde sagen, 3, 2, 1.